Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Ganz viele hatten mich in den Kommentaren gefragt, wann ich denn mal wieder koche. Und ja, ich habe lange nicht mehr gekocht mit euch. Also, ich habe schon lange gekocht, aber nicht mehr mit euch zusammen. Und heute ist Sonntag und heute gibt es ein typisches Sonntagsessen und zwar Rouladen. Hier sind die guten Stücke. Also, ich habe 4 Stück gekauft, weil die mir einfach, also ich finde sie einfach sehr teuer. Puh, dachte ich mir, 4 Stück müssen einfach reichen. Ich bin ja geizig, wisst ihr ja. Ich werde euch jetzt nicht alle Zutaten hier zeigen, so wie sonst immer, so dass ich vorne alle hingestellt habe und die zeige, weil ich immer die Hälfte vergesse. Und deswegen dachte ich mir, ich filme einfach mit, wie ich es mache und schreibe euch auf jeden Fall die ganzen Zutaten und was ihr dann alles braucht, falls ihr das mal nachkochen wollt, und in die Infobox rein, weil ich vergesse sonst eh die Hälfte hier zu zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. So, wir fangen an. Wir nehmen als allererstes eine Roulade. Die klappe ich mal auf. So. Mein Teller ist ein bisschen zu klein, aber es geht noch. Dann als allererstes mache ich immer den Senf drauf. Also ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich mache immer Senf drauf und immer schön ordentlich viel Senf. Und man kann das zum Beispiel mit einem Löffel oder auch mit der Hand verteilen. Ich nehme halt gerne so ein, hier so ein, ja, so ein Pinsel irgendwie. Und das muss jedenfalls schön eingeschmiert werden. Und ich glaube, das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall keinen Teller, sondern so ein Backpapier. Wartet mal, ich ändere das mal kurz um. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt immer noch gut sehen. Also, ich habe das einfach auf ein Backpapier gepackt, damit mehr Platz ist. Und habe noch ein bisschen Senf und pinsel das hier halt schön ein. Als nächstes kommt Pfeffer und Salz. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Pfeffer. So, dann nehme ich Speck. Da habe ich einfach so in Scheiben. Ich habe das früher mal ganz anders gemacht, die Rouladen. Da habe ich das in Würfel geschnitten, aber jetzt mache ich das in Scheiben. Was ist denn mir? Mama, kannst du auch? Nee, jetzt nicht. Später. Später, ja. So, die Scheiben lege ich jetzt hier drauf. Da könnt ihr jetzt so viel drauf machen, wie ihr lustig seid. Aber für mich muss das auf jeden Fall für 4 Rouladen halten oder reichen. Ich mache, glaube ich, mal 4 Scheiben drauf. Die 4. Scheibe mache ich mal hier so hier mit hin. Genau. Und als nächstes kommen Zwiebeln. Die habe ich hier. Die lege ich mal hier so ein bisschen ja, so hin. Und dann nehme ich Gurken. Da habe ich quasi eine Gewürzgurke pro Roulade, habe ich so geplant. Und jetzt muss ich das Ganze mal so ein bisschen drehen. So. Und dann nehme ich das und rolle es einfach. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und rolle und rolle und rolle. Und dann zum Schluss klappe ich das so über und fixiere es mit ein oder zwei Stäbchen. Und schon habe ich meine Roulade. Die ist zwar an den Seiten hier so offen, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil das brät sich halt alles so zu. Und so ist eine Roulade. Und ich finde, das sind ganz schöne Brummer. Und jetzt mache ich mal im Schnelldurchlauf für euch die anderen. Werde ich die anbraten und habe dafür Butterschmalz gekauft. Malzbutter. Genau, das schmeckt dann nämlich immer besonders lecker. Erstmal hier die Pfanne anmachen. Also das, was ich koche, ist übrigens nicht gesund. Das schmeckt, Butterbrot. ja, aber also es ist jetzt nicht leichte Küche. Nein. Das ist das Butterschmalz. Und da nehme ich mir jetzt mal so ein bisschen raus. Gucken. Wie viel ich da so brauche. So, und jetzt werde ich die schön anbraten. Ich lege die übrigens immer mit der Seite, wo quasi das hier so überlappt, nach unten, damit das halt schön
sich festbrät und sozusagen verschließt. Ne? Genau. So, ich habe leider keinen Deckel für dieses Ding, deswegen brate ich das jetzt einfach mal scharf an. Und zum Schluss packe ich auch noch die restlichen Zwiebeln, die ich habe. Die packe ich da ganz zum Schluss auch noch rein, wenn die hier angebraten sind. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Fett drinne. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Die brate ich schon an. Aber ich mache, glaube ich, noch ein bisschen Butterschmalz, ne? Mit rein. So. Und ihr müsst auf jeden Fall lüften, wenn ihr das macht. Dann fliegt die ganze Butze. So sehen die jetzt aus, die Zwiebeln. Richtig lecker. Das sind meine Rouladen. Die sind hier an der Seite noch rot. Das ist ganz normal, weil die kochen ja jetzt auch gleich noch ein paar Stunden in der Soße. Und jetzt werde ich erstmal die Soße machen. Und zwar werde ich die Zwiebeln da jetzt gleich mit reingeben. Ich habe mir hier schon einen Topf rausgesucht. Das ist leider der größte Topf, den ich habe, aber okay. So, Zwiebeln kommen da einfach mit rein. Das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Ich mache die restlichen Zwiebeln da jetzt auch nochmal rein. Oder? Warte mal. Koya kommt schon und hilft mir. Genau. Dann kannst du gleich mal die Pfanne nehmen, bitte. Zack, die Pfanne brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier mache ich erstmal aus, dass das nicht gleich zu fettig wird. Jetzt kommen diese Rouladen da rein. Mal gucken. So, das passt gerade so, ne? Also man soll die Rouladen irgendwie nicht übereinander legen. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, dann werden die irgendwie so ja, matschig oder so. So, liegen die jetzt erstmal da schön drinne und jetzt kommt was ganz Wichtiges rein, nämlich Rotwein. Ich habe noch Rotwein, das ist jetzt hier so eine Dreiviertelflasche oder so, keine Ahnung, 500 Milliliter würde ich jetzt mal sagen. Die kippen wir jetzt da rein und dann geht's weiter. Das wird nämlich eine leckere Rotweinsoße. So, könnt ihr es mal sehen. Also schön reingießen. Und zwar wirklich den halben Liter. Ich liebe nämlich Rotwein. Und jetzt wird noch ein bisschen Brühe drauf gemacht. Ich habe hier auch noch ein paar Champignons. Und das kochen wir jetzt erstmal auf. So, das wird jetzt aufgekocht. Ich gebe jetzt noch Wasser mit dazu. So, dass die Rouladen auf jeden Fall schön bedeckt sind. Also das sind jetzt ungefähr nochmal 750 Milliliter Wasser. Und dann brauchen wir Brühe oder Brühwürfel. Ich nehme ganz gerne halt von Maggi, weil ich mag den Maggi-Geschmack sehr gerne. Entweder diese gekörnte Brühe oder, mal gucken, oder diese Brühwürfel. Aber das nervt mich immer, dass ich die auspacken muss. Deswegen probiere ich es erstmal mit der gekörnten Brühe. Die kann ich nämlich einfach reingießen. So. Und ich mache ordentlich rein. Ich weiß nicht, wie viel und... Ja, ich mache erstmal ordentlich. Dann rühre ich das um. Da müsst ihr aber halt vorsichtig beim Umrühren sein, dass ihr die... Rouladen halt nicht zerstört. Ja. So, das kocht jetzt ungefähr schon seit einer halben Stunde. Also ich muss es, glaube ich, noch mal ein bisschen höher stellen. Schmeckt schon sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Das lassen wir aber noch so ein bisschen kochen. Jetzt kümmern wir uns um die Beilagen. Es gibt nämlich Rotkohl. Da nehme ich den ganz normalen, günstigen Rotkohl. Diesmal halt von Aldi. Habe ich mir zwei Gläser dahingestellt. Der kommt jetzt hier rein. Und dann werde ich ihn auch mit Butterschmalz ein bisschen dazugeben. Und dann wird der schön gekocht. Und ich mag den halt total gerne, wenn der ein bisschen länger gekocht ist. Auch nur auf ganz niedriger Stufe. Bisschen Butterschmalz und vielleicht noch ein bisschen Brühe. Also ich mag ihn immer sehr gerne würzig. Nämlich auch einen Brühwürfel oder... Aber einer reicht da, glaube ich. Und dann wird das gekocht. Dann gibt es als zweite Gemüsebeilage, weil wir das einfach lieben, ein paar Rosenkohl. Nehme ich einen kleinen Topf und muss die aber schneiden. Ich nehme die total gerne eingefroren, aber hatten sie nicht. Deswegen muss ich die jetzt leider so ein bisschen zippeln. Also wir machen das auch. Ich habe natürlich das schärfste Messer genommen, was ich gefunden habe. Ne? Und dann muss man die nämlich schälen. Das ist nämlich total...
total doof, mache ich eigentlich nicht gerne, aber man muss quasi, huch, wenn das jetzt diese Rosenkohl ist, sozusagen das Ende abschneiden und dann die äußerste Schicht der Blätter abmachen. Und das mache ich jetzt mal mit den ganzen. Wir haben es jetzt ein paar Stunden später. Ich muss die Sachen erstmal wieder aufwärmen, weil wir jetzt quasi abends haben. Deswegen, das hier wird einfach nur aufgewärmt, das ist quasi fertig. Hier hinten kochen Rosenkohl, habt ihr jetzt nichts gesehen, läuft. So, hier kocht gleich, wie heißt denn das jetzt, Spätzle, genau. Und das hier musste ich halt auch wieder aufwärmen. Auch damit die Rouladen halt wieder richtig warm werden, habe ich das jetzt einfach mal auf volle Pulle gestellt. Es ist sehr wässrig, das seht ihr ja. Das ist ganz normal und deswegen nehmen wir jetzt Soßenbinder und machen da Soßenbinder rein. Ihr könnt die Rouladen zum Beispiel jetzt rausnehmen, dann kann man besser umrühren. Ich habe da jetzt aber irgendwie keine Lust drauf, deswegen ich versuche das jetzt hier immer so ein bisschen einzurühren. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Ich zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. Ach so, und ihr könnt hier natürlich nochmal abschmecken, wie das jetzt dann schmeckt. Ob ihr noch ein bisschen Brühe reinmacht oder so. Oder falls es zu scharf ist, könnt ihr noch so einen Schuss Sahne oder so reinmachen. Das macht das alles so ein bisschen, ja, rahmiger, wie ihr möchtet. Und ja, wie gesagt, ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist. So, das ist jetzt unser Essen. Ben hat schon ein bisschen Hunger. Wir haben Rotkohl, wir haben Rosenkohl, hallo, Scharfstellen. Spätzle und hier sind die Rouladen mit der Soße. Ein Pilz ist aufgespießt. Wir müssen jetzt nur noch aufpassen, dass wir die Holzstäbe da rauskriegen. Und ich beeile mich jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt eine Idee für euren Sonntagsbraten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!